Tipps. Tipps, Tipps, was kann ich Ihnen Tipps geben? Vielleicht jetzt am Anfang, gerade wenn Sie unterwegs sind in der Provinz, in den kleinen Hotel, wenn Sie da wirklich schlafen wollen, müssen Sie unbedingt den Hörer von der Gabi zupfen, sonst ruft einer die ganze Nacht der Portier an, wenn er Weiber aufs Zimmer schicken. Da muss ich schon rechnen. Wenn man mal sagt, nicht zu Unrecht, China ist die perfekte Dienstleistungsnation, aber Sie wissen halt einfach oft einmal wirklich nicht, wann man ist. Nein, das ist wirklich. Einem Bekannten von mir ist das passiert, der war da halt so unterwegs. Man wartet im Hotel auf einen Anruf, gell? Ja, dann leitet das Telefon und ich halt gleich mal eine Frau dran und sagt, Fackmassage. Und er sagt halt, nein, mach keine Fackmassage, wiederhören. Ja, und gleich drauf geht aber wieder das Telefon und die hat wieder Fackmassage. Ja, das geht ein paar Mal so hin und her. Ja. Und so nach dem 5., 6. Mal ist er dann da langsam geworden. Und sagt halt, Fackmassage mag er keine, aber er nimmt dann Blutschock. Und sagt aber der, dann an den, Fackmassage. Er sagt halt, nicht und wohnt der Fackmassage, aber der wird decke Blutschock. Und sie halt, dann an den, wait a minute. Und dann hat er halt im Quartier dran. Er sagt halt einmal so, was kann ich tun für you, Sir? Und er halt, your lady down there wants to give me a Fackmassage, but I told you I don't want the Fackmassage, but I could use a Blutschock. Und da sagt dann er wieder, sorry, Sir, this is a misunderstanding, my colleague wants me to tell you that there's a fax message waiting. Inwieweit Ihnen das weiterhilft, weiß ich jetzt